Guten Morgen, gewogener Betrachter. Auch wenn sich die Fahrt hier quasi wiederholt und das Murmeltier täglich grüßt, wollte ich trotzdem mal ganz kurz eine Sequenz machen. Denn ja, heute Morgen ist eventuell die Sicht etwas besser, obwohl jetzt so in Richtung Binnenland sich das auch schon wieder etwas relativiert, aber am Meer, da war es sehr windig. Auflandiger Wind. Auf dem Meer oder in Richtung Meer war auch der Horizont gut zu erkennen, zu unterscheiden. Das war ja gestern irgendwie nicht der Fall. Ja. Und deswegen dachten wir, dass wir das jetzt noch mal ganz kurz hier erwähnen. Ansonsten sind wir heute etwas früher auf dem Weg. Vielleicht wird das ja im Laufe des Tages auch wieder staubiger und trüber. Wir werden sehen. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nichts zu sagen. Und ich mache einen Cut. Ja, mit der Sonne im Rücken kann man es noch deutlicher sehen, dass wir so etwas wie einen echten Horizont haben, ne? Sicht besser ist. 114 Kilometer bis zum Grenzposten. Das wäre dann der äußere westliche Zipfel, nordwestliche, mit der Grenze zu Saudi-Arabien. Und mal ganz grob gesprochen, auf halbem Wege dahin, da befindet sich das erste und bislang einzige Kernkraftwerk der Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, gestern hatte ich noch nachgeschlagen, wie es heißt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass irgendein Fernwegweiser diesen Namen erwähnt. Würde ich ihn wiedererkennen, aber das habe ich mir im Google Maps ja angeguckt und das sieht so aus, als wenn das vier Reaktorblöcke sind, die dort nebeneinander stehen. Wobei das nicht heißt, dass alle vier schon im Betrieb sind, aber scheinbar ist das so konzipiert und geplant mit vier Blöcken. Und da wiederum, auch hier bin ich mir unsicher, wie gesagt, da kurz geguckt, aber mir die Details nicht gemerkt. Ich glaube, das wird von Koreanern gebaut. Ich würde mal vermuten, ca. 1000 Megawatt elektrisch pro Kernkraftwerksblock werden das sein. Wenn sie denn mal alle vier in Betrieb sind, werden das dann 4000 Megawatt elektrisch. Und soweit so gut. Ja, jetzt noch mal ein Versuch, den Wind, der sich hier manifestiert, durch solche über die Straße treibenden Sandschlieren mal einzufangen optisch. Muss man vielleicht noch ein bisschen Geduld haben, aber wie das immer so ist, ne? Bevor die Kamera gelaufen ist, war das richtig intensiv zu sehen. Kaum schalte ich die Kamera ein, verschwindet dieses Phänomen. Na gut, dafür haben wir aber ein bisschen monotone Wüstenfahrt. Hier weht wieder was drüber. Das ist in dem Bereich, so ein Straßenanschluss ist, da könnte der Wind besser über die Straße fegen. War das zu sehen. Ich habe auch vorhin einmal schon so einen leichten Anflug einer Verwehung auf der Straße gesehen. Da fragt man sich, ob das dann auf irgendeine Art und Weise geräumt wird.
so wie bei Schnee in Deutschland oder keine Ahnung, wie eine Straßenkehrmaschine, irgend sowas. Du hast sowas noch nie gesehen, ne? Ja. Doch? Ja. Das war hier vor uns die Schneewehen, die dann so sind. Aber eine Spur zu von unten. Ja, ja, aber. Das, dann rollen die das weg. Das ist mein Radlader. Ach, mein Radlader, ja. Nicht so wie ein Schneeflucht. Nee, das sammeln wir nicht wieder. Aha. Ja, ja. Ja, so ganz leicht sieht man immer mal was rüberwehen. Na gut, aber ich mach meine Karte, das wird sonst zu langweilig. So, jetzt haben wir, glaube ich, nochmal so eine schöne Stelle erwischt, wo der Sand rüberweht. Ja, das ist schon deutlich zu sehen hier. So, dann verlassen wir die asphaltierte Straße. Wegweiser nur noch ein paar Arabisch. Schon am Horizont die weiße Stadt Casablanca. Ja, und hier drüben, ich hoffe, der gewogene Betrachter kann es erkennen, da ist das Meer. Was rauscht denn da? Das Meer. Verabschieden wir uns an dieser Stelle, je näher wir der weißen Stadt kommen. Die gute Sicht hat aber gehalten, ne? Sieht immer noch ganz gut aus. Dann wollen wir mal den gewogenen Betrachter noch mal verraten, dass wir nach Ruweis in die Ruweis Shopping Mall fahren, um dort den Lulu Market rücksicher zu machen. Und warum deine Vorräte zur Neige gegangen sind. Mal gucken, ob ich vielleicht für einen geschätzten Kollegen ein Naschwerk noch kaufen kann. Vorne fährt so ein Beduine in einem Toyota RAV4 und zieht eine leichte Staubfahne hinter sich her. Und die Staubfahne verrät uns sehr gut, dass der Wind immer noch vom Meer kommt. Was mehrere gute Effekte mit sich bringt. Zum einen haben wir 29 Grad, was angenehm kühl ist. Und zum anderen wird das auch ein Grund sein für diese recht gute Sicht, ne? Zumindest für hiesige Verhältnisse. Na gut, ich verabschiede mich kurz. Bis zum nächsten Update. Spannenden, verwinkelten Gassen und die bösen Hubs. Vielleicht schon vorbei. Das ist so eine Art Neubaugebiet, ne? Ruweis. Ja, das haben sie hier ja alles rund um die Mauer irgendwie neu. Ruweis Neubaugebiet. Wieder die Duftpalme, oben ist die, Antenne drin, ne? Hat die etwas andere Früchte. Nach 400 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen.
das war die Bremsung. Okay. Nennt man enge Kurvenschikane, ne? Oh, jetzt ist mir irgendwas passiert. Ja, jetzt sind wir schon da. Na gut, okay. Ja, Shopping Mall steht schon dran, ja, ist richtig. Na gut. Dann nähern wir uns zur Shopping Mall und dann halte ich noch mal kurz einen Blick in die Sonne. Die ist dunstig trotzdem, ne? Die ist nicht so klar. Wir haben ein Motorrad hinter uns. Ein Moped. Die Verwandlung, die. Ja. Die Verwandlung, die. Wieder eine Schikane. Schikane. Oh, ein Wasserspiel. Ist mir neulich gar nicht aufgefallen. Unter der quälenden Hitze litten. Lieferando ist noch hinter uns. So. Na, hier auf dem Mutter-Kind-Parkplatz. Obacht vorne. Mach mein Auto nicht kaputt. Na gut, dann bis später. Ja, der Aufenthalt in der Mall, in der Rubeis Mall, hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Eigentlich gar nicht so viel, aber jetzt sind wir rausgekommen und es setzt die Dämmerung ein. Und da die Dämmerung sozusagen eine etwas andere Stimmung mit sich bringt, gönne ich dem gewogenen Betrachter eine kleine Kamerafahrt in die Dämmerung halt. Ne? Ich wollte es irgendwo jetzt poetisch. Ja, in den vergehenden Tag. In die über uns sich senkende Nacht oder irgend sowas wollte ich sagen. Und dann kam ja nichts von den Lippen. Also, oh, guck mal hier, Hamm und Absatz. So. Das ist wegen dem Busbahnhof. Der wird trotzdem warten. Aber das sieht alles gut aus, ne? Ja. Hier sind diese... Genau. Was haben wir gesagt? Keine Ahnung. Die Pagoden... Ach ja, du, genau. Du hast gesagt Pagoden. Und ich hatte gesagt Pavillons. Pavillon, genau. Das war nochmal links die Miezekatze. Die Miezekatze. Das ist nochmal... Da hinten war dann irgendwie so komisch. Da wirst du dich mal versuchen dran erinnern zu müssen. Nein, dran erinnern. Ja, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Jetzt kann ich ja nur hoffen und beten, dass der gewogene Betrachter auch weiß, was ich meine. Ja, aber der oder fährt hier auch einfach so durch die Gegend. Und dass er nicht mutmaßt, dass ich wirres Zeug rede, weil ich nicht mehr nüchtern. Genau, ich bin absolut. Jetzt tatsächlich spannend, aber hier können wir ich glaube, der ist dreiviertel rum. Ich glaube, der hat da lang gesagt. Ja. Das hat er gemacht. Da geht's in die Gaspar. Ja. Obwohl mir so ist, als wir von dort unten gekommen sind. Ja, da müssen wir auch hin. Wo wir vorhin gekommen sind, ja. Aber nee. Also da die Richtung. Ja. Die Richtung, ja, die Richtung ist. Aber ich meine, gestern ist unser geschätzter Kollege hier lang gefahren. Ja. Oh, war ja. Ach, hier, ja, hier sagte ich noch, hier habe ich mal einen Cash gefunden mit Horst. Ja, ja genau. Ja, richtig. Hier sind wir gestern auch gefunden. Das ist gut, dass du so eine eingebrannte Erinnerung hast. Aber ich weiß schon, dass wir gestern noch hier so. Ja. Ich weiß dann noch nicht, wo wir rechts raus sind. Jetzt schon vorstellen. Meinst du hier? Nee. Irgendwie nicht. Radsportler. Ja, doch. Sind wir denn hier oben? Ach,
irgendwie ist mir so. Dieses Tor. Was sind das? Ja, das muss man einmal selbst machen, dann weiß man, was Problem ist. Ja. Geneigt, die Kamera durchlaufen zu lassen, damit wir eine Fahrt in die Nacht haben. Wenn man dann nochmal Fast Motion macht, geht es ja schneller. Ne? Ja, wird schneller dunkel. Wird schneller dunkel, genau. Allerdings werden unsere Stimmen dann auch piepsicher. Ja. Miki, man, das stimmt. So, hier fahre ich jetzt rechts. Ja. Oh, da kommt man auf. Lass es uns tun. Genau, hier ist nochmal so ein Security-Gate. Hier steht Filmen verboten. Da ist keiner mehr drin. Liebe zu. Der Golfplatz schon, siehst du. Ja, der Golfplatz. Na gut, ich schwenk mal rüber. Ein Golfplatz mit einem riesen Funkmast mittendrin. Und hier geht es über die große, weite Ebene bis zum Meer. Sur Mer. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Große, gut ausgeleuchtete Platz. Ja. Ist auch ein Nachtspiel. Ja, da steht auch einer mit einem Caddy. Mit einem E-Caddy. Golfer bin ich nicht. Bist du Golfer? Nee. Unser geschätzter Kollege. Wir haben noch Sex, oder? Wir haben noch Sex. Ich spiele noch kein Golf. Ja. Nee, unser geschätzter Kollege ist ja, ne? Ja. Der ist ja auch mit Golfbags hier. Der hat schon ja auch schon überall gespielt, ne? Mhm. Und hat auch Derby auch. Das Ende der Bewässerung. Und den Beginn der Wüstenei. Oh, jetzt hat er hier gesungen, hier, da da da, like a diamond. Das ist jetzt bestimmt hier drauf und dann sagt er bestimmt YouTube. Naja, was heißt, also die lassen mich ja gewähren, aber die sagen, jetzt blenden wir dir Werbung ein, an der du nichts verdienst. So, hier fahren wir gleich rechts wieder raus, ne? Ja, jetzt, was sagst du dazu? Ja, irgendwie so. Das war, dann haben wir dann irgendwie so einen U-Turn gemacht irgendwie. Dann noch eine Weile, war das hier? Nee, das oder fantasierig? Ja, nee, hier muss ich dir vertrauen. Ja. Steht ja auch schon dran, hier will dann können ja nichts mehr schief gehen. Okay, gut, das ist ein Argument. Das ist der neue Highway. Nee. Nee? Ich weiß nicht, was das ist. Was das ist? Eine Straße ist eine gut ausgebaute Landstraße. Mhm. Diese BMW-Fahrer. Nur am Rasen. Du fährst 110, ne? Sehe ich. So etwa. Wirkt aber gemütlich, ne? Ja. Ja, durch diese Weite. Durch diese unendliche Weite. Oder wie heißt es damit? Endlose Weite. Endlose Weite. Ein einsamer, runder Akkord. Folgt einem. Rasen, nee, nee. Der
dessen Rücklichter die Ferne verglühen. Und spätestens hier. Den Sonnenuntergang da. Und spätestens hier ist die Hälfte der gewogenen Betrachter eingeschlafen. Und die andere soll sich nicht erschrecken. Jetzt wieder. Aber auch die Straße lädt dazu ein. Auch wenn sie gesäumt ist von Laternenmasten. Ja, das ist auch schön hier. Es ist alles beleuchtet. Das ist eigentlich ganz angenehm. Auch die Autobahn. Ja. Ja, dafür gibt es das Kernkraftwerk. Damit es nicht in Unterlast geht. Mit vielen Bäumen und so und einem Zaun drumherum. Eine private Oase. Ja, so richtig ist mir jetzt nicht klar, wo die das Wasser herholen. Also diese paar Stausee-Dinger da in Hadjar, die dann teilweise ja fast leer waren. Ja, ich weiß. Ja, hier ist auch eine auf dieser Hälfte. Ja. Siehst du mal die Tankwagen? Tankwagen. Schon die Hälfte raus. Nicht mit Pipelines. Also da hinten, wo dieses... Diesen Servani da hinten. Ah. Na ja, gut, also dafür würden sie auch viel Strom brauchen. Ne? Verdunsten ja das Wasser, Salzlage bleibt zurück und kondensieren sie ins Meer. Ja, wahrscheinlich. Und kondensieren dann, oder ja, kondensieren das und Kondensat ist dann entsalzen, aber entsalzt. Aber ob sie da Salzlage übrig behalten und ins Meer kippen, oder ob sie die vielleicht sogar zur Salzgewinnung nutzen. Als Nebenprodukt. Ja, könnte man. Also es ist immer eine Frage des Energieeinsatzes und ob es irgendwie aus deren Sicht wirtschaftlich ist. Aber bei einem Land, was dann solche Wasserquellen auch nutzen muss, um genügend Wasser zu haben, vielleicht auch nicht nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, also ich schwenke mal hier so nach rechts, denn da sieht man am Horizont die diversen Industrieanlagen von Uweis. Also außer Raffinerie weiß ich nicht, was da noch so sein könnte. Das weißt du auch nicht. Aha, ja. Das ist so ein Wasser. Dann hat er dort, dann holt er Wasser aus der Meeresalzungsanlage. Da kommt noch zu. Ah, tatsächlich. Ist ja unglaublich. Das ist so oft, ja. Aber ist das jetzt für Ziele, die nicht mit einer Pipeline verbunden sind? Oder es wird generell das Wasser hier mit Lastern transportiert? Okay. Für Uweis zum Beispiel, wenn Uweis ja, dort mit versorgt wird, würde ja eine Pipeline mehr Sinn machen. Ja, jetzt haben wir hier. Ach so, das war jetzt hier, wo wir nach rechts und dann U-Turn. Ja? Okay, gut. Das war nämlich die Stelle, wo der Lichthuber war, als du aus dem U-Turn eigentlich nicht rausfahren wolltest und ihn auch abwarten wolltest, aber er wollte es dir noch klar machen. Das ist schon für den Vorausfahrenden.
so, ja. Das ist ja für die Füße okay. Ja. Was auch wieder? Hat er ein U-Turn weitergefahren, oder was? Mit den Rücklichtern, die im Abend nichts verglühen, oder? Ja, genau. In der Ferne. In der Ferne verglühen. In the Dying Amber of the Midnight Sun gibt es ein Lied von Rafferty. Wie heißt der mit dem Vornamen? Also der gleiche, der auch die oh Mensch, wie ist Alzheimer mit Vornamen? Ja? Alzheimer? Ja. Ich hab nur den Nacken. Ja, das ist ja leicht. Also dieses. Egal, also das Lied, was ich jetzt gerade angeschüttelt habe, das ist dann von einem Rafferty und der hat aber auch ein anderes Lied. Das enthält dieses In the Dying Amber of the Midnight Sun. Glaube ich sogar so ein Lied mit so einem christlichen Thema. Siehst du, da ist auch gleich der BMW ruhiger geworden. Ist vielleicht doch ein anderer, ne? Gibt ja vielleicht nicht nur einen hier. Also ganz viele gibt es da. Aber es kann ja wohl trotzdem nicht. Um uns vor den Humps zu warnen. Ja, jetzt sehe ich das, guck mal, das habe ich gestern alles nicht gesehen. Ne? Ich schwenke mal hier rüber. Wir haben jetzt hier zwar einen bewachsenen Streifen rechts der Straße, aber dahinter leuchten diese Industrieanlagen. Roundabout ist. Da wollen wir mit Schnaps da. Das ist so schwer. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Ja, da sind wir wieder. Ein Hump zum Glück. Ja, sah nicht so aus. Ja. Man kann immer nie hier, wissen. Komm mal, so kleiner. Ja, na gut, das ist so ein. Nehmen wir so. Genau. Der Beamer fährt vor. Okay. So richtig sonnig vor. Wollen wir Schattenplatz? Ne? Ja. Mann, das ist ja verrückt. Oder sind die personalisiert? Gut. Bei mir sind es ein Piepser. Na, richtig. Auch das hat er nicht. Na gut, dann sagen wir dem gewogenen Betrachter Tschüss.